Hey Leute, willkommen zum nächsten Teil vom Landwirtschaftssimulator 17 Forstprojekt hier mit der Gelddruckmaschine auf der Mudweb, auf der Map Woodshire zusammen mit Ansgar von Nordrhein TV Play. Hi zusammen. Genau, unsere Gelddruckmaschine läuft jetzt seit der letzten Folge ordentlich hier auf Hochtouren. Ihr seht, unser Geld steigt ordentlich an. 21.000. Gucken wir mal die 100.000. Vielleicht schaffen wir es ja in dieser Folge, die 100.000 ja, bestimmt, erreichen. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt auch noch da anfange, noch zu häckseln, wobei. Ja. Müssen die Förderbänder jetzt mal auf eine Stufe schneller einstellen, die müssen auch schneller laufen. Laufen die noch so heiß und so. Wirtschaftlich war das tatsächlich eine ganz gute Idee, muss man sagen. Was denn? Ja, mit den Förderbändern. Achso, ja, das ist ja genau. So. Schon mal hier. Bin jetzt auch da. Das Kopfhörerkabel weg, man, das verheddert sich bei mir immer im Lenkrad. Irgendwie läuft gerade nicht. Was? Ich krieg kein Geld mehr, ja. Ich krieg kein Geld mehr. Was ist da los? Irgendwas ist hier falsch. Was ist faul an der Sache? Irgendjemand will uns einen Streich spielen, pranken, will uns pranken. Ich glaube, es kann sein, dass ich das hier touchiert habe und deswegen ein bisschen verrückt habe. The Beast oder was gleich am Anfang? Ja. Lädt er nichts mehr ab, ja gut. Woher was? Ja, aber läuft ja nicht mehr weiter. Na, hier unten kommt nichts mehr an. Nee, hier läuft's ja auch nicht. Muss ja irgendwo in der Mitte. Oder. Das ist wieder unser eine schwarze Schaf da in der Mitte. Könnte sein, wir schauen mal, woran es liegt. Wo's. Die Inspekteure sind unterwegs. Also wenn das System hier einmal... Ja, das ist wieder das schwarze Schaf. Das ist wieder immer wieder du hier, Mensch. Ich kenne auch meine Pappenheimer. Ich verstehe aber nicht, wieso das die ganze Zeit nicht funktionieren will. Boah, das gibt's doch nicht. Die sind halt auch so blöd zu fahren. Zumindest hier auf dem Waldboden. Arbeite dran. Ich dachte vorhin, das wäre jetzt perfekt, wie es jetzt steht. Ja, so täuscht man sich. So leicht. Mal gucken, vielleicht können wir da noch was machen. Warte mal, so. So. Jetzt aber. Ja. Dann kann ja wieder hier Geld verdient werden. Ach, da bin ich ja beruhigt. Oh, unsere Geldmaschine läuft wieder. Mit zwei Harvestern into the Beast überfordert. Hast du einen Meter oder machst du jetzt schon zwei Meter? Zwei. Das ist ja ein Tumult hier am Beast. Aber irgendwie kommt da kein Geld, ne? Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt, hey, aber hier oben läuft's ja noch. Ja. Vielleicht müssen wir ein bisschen warten, bis das unten angekommen ist. Ich guck mal gerade, ob irgendwas ankommt. Ah, jetzt kommt es gerade hier unten an. Ah, okay. Das lässt
Scheiße, die müssen wir echt noch so einen Turbo-Modus oder so haben. Aber wenn es ja einmal läuft, dann läuft es ja. Und jetzt geht's weiter. Ah, ja, okay. Da kommt. Ah, da bin ich ja beruhigt. Ich hatte schon Existenzsorgen, dass unser Konzept hier nicht mehr funktioniert. Die ganzen Baumstämme, die auch. Es ist Verschnitt, aber wir können es uns halt auch leisten hier, ne? Ja. Halt egal, wenn was daneben geht. Es ist genug Holz da. Ja. Oder zugleich müsste es ja noch schneller gehen. Vielleicht läuft der Zähler heiß. Alter, hier ist ja schon. Da müssen wir jetzt schon ewig weit fahren, um nächsten Bäume zu holen. So. Also ich glaube ja, das XXL Waldabholzprojekt ist damit schon mal gestartet. Und ja. Haben wir nur noch den ganzen Wald vor uns. Und kriegen richtig gut Geld damit. Ich glaube, so günstig und damit schnell kann man das, glaube ich, gar nicht besser machen. Nee, glaube ich auch nicht. Ohne Cheats, ne? Muss man ja auch sagen. Alles mit. Alles real. Aus eigenen Tools quasi. Also. Oh, der Baum, ui, das sieht gefährlich aus. Ja. Fühlt sich auch an, aber ich glaube, es funktioniert. Ich warte erst ein bisschen. Cool. Bis. Also du bist woanders, aber. Oh, es hat aufgehört zu arbeiten jetzt, ja. Da ist nichts mehr im Tank. Er ist leer, nichts mehr da. Ah, jetzt funktioniert es. Da kommt sie dann. Ah ja, die Hackschnitzelmaschine. Ja. Wunderbare Erfindung hier. Schon ein tolles Gerät. Nächsten mit. Wir müssen das System tatsächlich noch präzisieren bzw. verbessern, glaube ich, weil ich glaube, es ist sinnvoller, wenn wir tatsächlich zwei Beasts haben und dann vom einen Beast zum auch dann von dem anderen Beast dann auch in die Fördermannschlange hier irgendwie. Dass wir einfach noch ein Förderband hinten dran stellen und das dann. Genau. Ja. Wenn wir genug Geld haben, können wir das ja machen. Genau. Weil ich weiß gar nicht, war der Beast gar nicht so teuer? Ich habe mich letztens irgendwas für 10.000 Euro gesehen, oder war das irgendwas anderes? Und ich dachte nur, boah, ist das günstig. Wie viel hast du jetzt schon? Ich habe 30.000. Ja, ich habe 33.000, ja. Und dann haben wir ja die 50.000, sind da heute die Folge schon mal geknackt. Genau. Doch, 10 Euro. So. Okay, ja, dann können wir es uns ja noch kaufen. So, ich kaufe mal gerade eins. Dann brauchen wir noch. Ach ja, wir brauchen dann noch einen LKW vorne dran, ne? Ja, aber das. Ah, ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das ist. Am Mist, der kostet 165.000. Ne? Na gut, dann haben wir aber schon mal einen gekauft. Mein Gott, 10 Euro. Einnahmen, Ernte 16.000. Der Preis bleibt auch konstant bei den 485. Ja, cool. Das ist vielleicht echt das Niedrigste, was sie uns geben oder so. Oh, Unfall. Okay, hat sich wieder aufgestellt.
Alter, der Baum ist aber auch echt mega groß. Aber ist ganz cool, ich kann ihn so schräg reintun, kann ich sogar 3 Meter machen. So 3 sogar. Wird immer effizienter hier. Ja. Und es fällt alles auf der falschen Seite raus, da jetzt. Komm jetzt mal rein. Jetzt. Ich arbeite auch weiter. Einfach zu geil. Alter, könnte so eine D-Max-Doku sein. Forstmaschinen extrem. Ja. Holz unterwegs mit den Holzfällern. Den Holzfäller-Profis, so heißt er. Ja, genauso wie, genau. Von denen ist ja auch so mit diesen Ice-Truckern oder wie das heißt. Genau. Ice-Road oder so. Dieser Berg, aber auch an Bäumen, die davor liegen. Baumstämme, die davor rumliegen. Ah. Das ist schon echt cool, dass man ja alles im Landwirtschaftssimulator jetzt mittlerweile machen kann. Mhm. Gut, dass es die Förderbänder gibt. Nutzen ja echt die neuen Funktionen vom LS17 gut aus. Stell dir mal vor, wir würden das noch mit diesem anderen Gerät machen, was wir davor immer verwendet haben zum Baumstammhäckseln. Dann hätten wir aber ein großes Problem. Ja. Und wahrscheinlich viele Baumstammstau. Staue. Staus. Staus. Schade, dass man die Hecken hier nicht wegmachen kann. Auch schön hier alle. Eine ebene Fläche. Ich glaube, so eine riesen Waldfläche am Stück haben wir noch nicht abgeholzt. Ne? Nee, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen nicht in der Geschwindigkeit. Ja, keine Ahnung, wie viele Bäume wir jetzt pro Folge hier wegmachen. Das ist ja extrem. Alle 2 Minuten ein ungefähr, würde ich sagen, ne? Förderband läuft ununterbrochen hier. Jetzt auch schön, ohne dass irgendwas stockt. Ja, aber ist schön. Wegkonstruiert. So. Ich bin jetzt auch schon bei den 42.000 hier. Jetzt gleich bei 40.000. Ja. Achtung, Baum. Erstmal durchfegen, so mit diesem riesen Baum. Wie so ein Besen. Die so. Läuft, es läuft einfach. Können wir jetzt den ganzen Tag lang machen hier. Ist immer noch so begeisternd irgendwie, ne? Alles klappt. Ja, hast du von Anfang an damit gerechnet, dass es funktioniert? Nee, ne? Oder? Nee. Also je weiter wir gekommen sind, desto mehr dachte ich schon, es wird gut, aber es klappt. Aber ganz am Anfang war ich echt noch skeptisch. Ja. Ah, das haben wir schon gut gemacht hier. Kann man uns auch mal selbst loben. Ja. War schon gut gemacht. Ja, kann man schon stolz auf uns sein. Das soll uns erstmal einer nachmachen. Das wäre tatsächlich eine ganz witzige Sache. Schickt uns eure Bilder von euren Fördermannsteinen. Wenn ihr das macht, dann schickt gerne mal ein Bild.
So Leute, wie viel Geld wir aber in der nächsten Folge verdienen werden, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen, denn das war es an der Stelle schon wieder von der Folge hier. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Tschüss.